Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Shadow Warrior 1, dem Remake auf der PS4. Oh, wie schön. Ich lieb's. Oder? Schon wieder ein Ladebildschirm. Ja. Okay. Like life energy? Tai Chi bullshit kind of Chi? I thought that was a bunch of crap to keep us quiet in Kung Fu class while Sifu took his morning dump. It's yours to command. Use it or lose it. Use it or lose it. Alles klar. Also er verstärkt unser Chi. Secret Parfait. Nein. Okay, gut. Aha. Noch ein bisschen Secret. Jawohl, ein First Aid Kit ist... Oh, Junge. Echt jetzt? Warte mal. Finde das Nobitsura Kage. Das kann ja theoretisch eigentlich nur in dieser Höhle drin sein. Ich will mich aber erst mal kurz hier ein bisschen umgucken. Hä, hey, hier ist bestimmt irgendwo was versteckt, oder? Hä? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott! Nee, echt jetzt? Hallo. Das kenne ich sogar noch von früher. Das ist so ein kleines Easter Egg gewesen damals. Oh Gott, das... Nee, ey, das ist sogar noch mal mit einbauen, ey. Ihr seid doch... 3D Realms, ihr seid doch echt. Also, nee. Oh, hier geht's auch in die Höhle. Oh, warte mal. Da. Glitzer, Glitzer, was ist das? Geheimnis gefunden. Yes! Oh, shit. Lebst du noch? Okay. Okay, hier kommen wir zwar hoch, aber ich glaube, hier ist jetzt auch nichts Großartiges mehr. Das hatte ich gemeint mit Geheimnisse. Es gibt hier immer wieder mal irgendwo solche Orte. Und man muss da schon ab und zu einmal richtig genauer gucken. So, aber ich würde sagen, wir gehen in die Höhle. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir noch gehen können. Verstecken die einfach wieder was hinterm Wasserfall. Voll Klischee. Momentchen mal. Muss ich mich jetzt nochmal durch das... Oh nein. Muss ich mich jetzt nochmal durch das verbrannte Haus da durchprügeln oder was? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Werd mal gleich wissen. Aber warum sollte man nochmal zurückkommen können? Sag mal, kommen wir da rein? Ja. Boah, man kriegt sogar echt Fallschaden, wenn man da nochmal durchgeht. Verdammt. Okay, aber wir kennen ja unsere coole Heil-Kombo. Das geht echt nur, wenn ich zweimal nach rechts drücke und dann L2. Das ist total strange. Also daran werde ich mich so schnell gar nicht gewöhnen. Gut. Wie kommt man denn da hoch? Kommt man da rein? Hey, da drin glitzert's. Da muss ich reinkommen. Hallo? Da drin glitzert's. Ich hab's gesehen. Okay, I see. Alles klar. Gut, dann gehen wir halt mal durch die Höhle. Ich glaube, die Höhle ist gar nicht so groß, wie sie jetzt gerade scheint. Ich glaube, das geht einfach nur... Ja, das dachte ich mir schon. Was? Taschenlampe! Wo habe ich denn die Taschenlampe her? Okay, zu viel Steuerung. Ich muss da reinkommen können, irgendwie. Ich bin... Okay, so where is this sword? A golem has it. Looks... I saw this thing when I was locked up, like a ceramic robot. That's the one. Okay, schaffe ich das? Nein! Fuck! Ich wollte gucken, ob ich es schaffe. Oh oh. Letzten Kontrollpunkt.
Oh nein, wo war der letzte Kontrollpunkt? Was, du kannst Ki-Kristalle, neue Kräfte, Upgrades ausgeben, drücke, wähle Kraft, um mehr zu erfahren. Okay, alles klar. Shit! Okay, also Fallschaden ist extrem. Da, denk daran, Heilkräfte einzusetzen. Jederzeit, Kombination, drücke rechts und halte L2. Okay, anscheinend ist das so ein Ding. Oh je, wahrscheinlich gibt es das in jede Richtung, ne? Ach nee! That's one of the benefits of our little pact. Okay, gut. I have to find your chi. What? Like life energy? Tai chi bullshit kind of chi? I thought that was a bunch of crap to keep us quiet in Kung Fu class while Sifu took his morning dump. Sifu. Yours to command. Use it or lose it. Use it or lose it. Ah, okay, hier waren wir auch noch nicht drin. Glückskeks. Das Glück liebt die, welche den Dreisten die Dreisten fressen polieren. Ach so, das Glück liebt die, die den Dreisten die Dreisten fressen polieren. Alles klar. Stand das schon mal jemals bei euch in so einem Glückskeks drin? Ich glaube nicht. BTF. Naja, jetzt hat es einen Vorteil, dass ich doch nochmal gestorben bin. Ah. Okay, wir chillen jetzt hier eine Runde. Machen wir Platz, Kumpel. What the fuck? Alles klar. Gut. Kriegen wir halt zumindest noch ein bisschen Geld. Das hätte ich jetzt so gar nicht mehr geholt, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht mehr bekommen, wenn wir jetzt hier nicht nochmal reinmarschiert wären. Ja, okay. Gut, dann, holen wir uns noch das Geheimnis. Es sei denn, das muss ich jetzt nicht mehr holen. Aber das weiß ich noch nicht. So. Mal gucken, ist sie eigentlich immer noch da? Lalalala. Das ist so doof. Es gibt noch mehrere davon. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Es gibt auf jeden Fall noch mehrere davon. Aber ich glaube nicht, dass ich sie alle finden werde. Ah, ja. Gut. So, jetzt kommen wieder unsere zwei Kumpel. Hey! Der wollte abhauen, habt ihr das gesehen? Ich habe einen Arm abgeschnitten, der wollte abhauen. Drecksack. Nicht mit mir. Ich wünschte, ich hätte eine Ausdaueranzeige. Das würde mir ein bisschen Sachen erleichtern. Aber das verstehe ich nicht. Ihr seht da hinten drin, das glitzert. Da kommt. Irgendwie muss man doch da reinkommen können. Und die scheiß Tür auf. Kann ich die aufballern? Das habe ich noch nicht probiert. Okay, gut. Ja, ich gebe ja schon auf. Scheiße. Das Nobizura Kage. Taschenlampe haben wir gelernt. So. Okay, so where is this sword? A golem has it. Looks female. I saw this thing when I was locked up. Like a ceramic robot. That's the one. Ein Keramikroboter. Interessant. Finde den Golem, birgt das Nobizura Kage. Was ist das da? Das ist ein Gegner, richtig? Shit. Ich hab gedacht, er sieht mich nicht. So. Wow, habt ihr das gesehen? Den habe ich in der Luft zerlegt. So, gibt's hier noch mehr von denen? Sieht nicht so aus. Oh, sieht schon geil aus. Moment mal. Da geht es hinaus. Da geht es hinauf. Geht's da hinauf? Ja, mit Duck Jump? Nö. Hätte ja sein können. Okay, also hier in der Höhle ist jetzt eigentlich nichts. Gut, dann gehen wir mal da runter. Würde ich mal schwer behaupten. Hey. Nee. Klar, das Wasser verschwindet einfach so im Stein. Was? Du kannst die Seelen der gestorbenen Ungeheuer sammeln, um Gesundheit zu regenerieren? Wie denn? Das habt ihr mir noch gar nicht erzählt. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ich hab vergessen, L2 zu drücken. Oh, verpiss dich. Zack. Ah, verstehe. Das geht automatisch. Nice. Kacken Dämon. Sind wir ja schon wieder hier.
Okay, gehen wir in den Bamboo Forest. Mal gucken, was hier so abgeht. Ja, klar. Was zum Geier? It'll take more than a pistol to knock these out. Es braucht mehr als eine Pistole, um diese auszunocken. Wen denn? Was ist das? Karma plus 1? Töte Feinde und finde ihr Blut, um Karma zu halten. Verwende Karma, um dir Fähigkeiten anzueignen und sie zu erweitern. Erlerne Himmelsteiler. Okay. Moment. Also, Kräfte ist separat. Hey, das Symbol rechts kenne ich sogar. Das bedeutet, Power. Und würde der rechte Haken nach außen zeigen, bedeutet es eine 9. Ja, so weit bin ich auch schon. Himmelsteiler. Kostet 1. Wir haben ein Karma. Derart fokussiert besiegt ein frontaler Kieschlag nur die mächtigsten Gegner nicht. Okay, Kombination tippe vorwärts, vorwärts, halte dann R2 gedrückt oder streiche auf dem Touchpad nach vorne und halte dann R2 gedrückt. Ah! Verstehe. So weit, so gut. So weit habe ich es kapiert. Katana-Beherrschung? Wissen? Oh Gott, wie viele Fähigkeiten gibt es denn? Oh mein Gott, okay. Kenne ich davon irgendein Symbol? Sorry, wenn ich gerade mal ein bisschen gucke. Bewegung. Was es da nicht alles gibt? Ach du Heilige. Er steigert die Ausdauer. Okay, also da werden wir auf jeden Fall noch ein Glück. Na klar, Glück. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, das klingt gut. Das heißt, das Geld liegt auf der Straße, wenn man weiß, wo man suchen muss. Du findest 10% mehr Geld. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ach du Heilige. Das wird auf jeden Fall noch krass. Ja, Verstand natürlich noch. Auch noch dazu. Feuerresistenz, Wut. Schmerzkontrolle. Wiederherstellung auch noch. Sag mal, wie viel von dem Zeug sollen wir denn finden? Sanitäter, Arzt, Seelenesser. Seelenschlucker. Geister erschlagener Gegner hallen 30% mehr. Oh, das klingt gut. So, und wie sieht's aus mit Kräften? So sehen wir jetzt im Moment aus. Der Pfau hat angeblich die Macht, Gift entgegenzuwirken und einen hallenden Segen des Pfau erworben. Ah, den habe ich. Halt über 5 Sekunden lang. Ah, 75 GP. Ach, das ist diese Fähigkeit, die wir haben. Okay, was ist das? Ki umfängt den Zaubernden und schirmt ihn gegen Schaden ab. Die Bündelung wird nicht durch Schaden unterbrochen. Okay, boah, wir werden dann sowas von tätowiert aussehen, wenn wir fertig sind. Erfrischender Tau. Durch Verbesserung der Bündelungstechnik kann der Adept sich wirkungsvoller heilen. Halt 60 GP. Aha. Okay, heilender Regen. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede zwischen Heilen, Schutz, Stoßwelle, Fluss. Ach du meine Güte. Boah, also wir werden ja wohl dermaßen der Imberkrieger, wenn wir fertig sind. Zerstöre die grünflammigen Tentakui. Statue, um ein grünes Siegel zu öffnen. Nur Himmelsteiler kann dunkle Siegel zerstören. Alles klar, also Touchpad nach vorne streichen, hat es doch gießen, oder? Oder streichen mit Touchpad nach vorne und halte R2. Shit. Alter, das geht sogar? Nice. Okay, ich muss näher ran. Alles klar. Zack. Voll in die Nüsse. So, geht es jetzt auch mit den Hallen? Warte mal, Eisenkreis nicht aktiviert. Okay. Ach so, mit L2. Ach so, das ist also das. Das ist Eisenkreis. Und das ist... Okay, boah. Ich werde mir die Steuerung niemals merken können. Niemals, never. Mach die Tür auf. Ladebildschirm. Alles klar. Ich höre da was.
Karma fließt in Blut. Wenn du verschiedene Angriffe landest und dämonische Kräfte walten lässt, erhältst du zusätzliches Karma. Tja! Karma-Bonus. Ah ja, also je cooler wir kämpfen, desto mehr Karma kriegen wir. Aber da ich bis jetzt nur... Klar. Da ich bis jetzt allerdings nur eine Fähigkeit habe, wird das ein bisschen schwierig. Fuck, der hat nur MP. So. Ah, fuck. Oh, fuck, was geht denn hier ab? Oh, fuck. Nein, nicht der Arcade-Automat. Bist du des Wahnsinns? Oh Gott, nur eine 2. Hätte mir aber ruhig jemand erzählen können, dass die Penner hier Dings... Mann, die haben die Arcade-Maschine zerstört. Ich hab gedacht, ich wette, wir hätten da dran spielen können. Shit. Oh Mann, was war denn das für... Sieht man das noch? Nee. Schade. Mann, oh. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wow, was ist das? Schlüssel. Schlüssel für Vorhängeschloss. Was ist denn das? Voll der riesen Sicherungskasten. Kiste? Herausforderung freigeschaltet, Tellerschmeißer. Was? Was? Achso, weil ich wahrscheinlich Sachen zerstört habe. Okay. Alles klar. Halt, da ist ein Glückskeks. Hoch die Arbeit, damit niemand rankommt. Gott, das ist ja so japanisch. Soja. Ha ha ha. Din 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 din. Ah, ist Solid Snake da drin? Alles klar, also wir haben Schlüssel für ein Vorhängeschloss. Es wird wahrscheinlich dieses sein. Hm. Klar, volles Riesenschloss. Hallo. Oh mein Gott. Ich glaube, ab jetzt können wir nicht mehr zurück, ne? Doch, wir können sogar noch zurück. Ist ja der Hammer. Ah, jetzt habe ich da einen Ohrwurm von. Oh. Oh. Es wird nebliger und dämonischer. Ich gehe da mal bald. Ha! Häschen? Häschen. Okay, willkommen bei Slenderman. Die 8 Pages. What the fuck? Wieso? Warum? Wo sind wir jetzt? Was machen wir? Was mache ich hier im Bambuswald? Boah, wenn so wirklich ein Bambuswald irgendwo mal aussieht, dann Halleluja. Ja, Blut! Karma plus 900, Geheimnis gefunden. Awesome! Gamgo! Boah, ich muss das unbedingt mal ausschalten. Ich vergesse es jedes Mal. So, okay, also wir haben jetzt ein Geheimnis gefunden. Apropos, wir haben doch Karma, oder? Können wir schon irgendwas kaufen? Also Kristalle, das ist was anderes. Okay, mit Karma können wir... Warte mal, mit Geld können wir die Waffen upgraden? Ich muss das erstmal selber gerade alles irgendwie zusammenkriegen. Also mit Geld können wir die Waffen zusammenkriegen. Richtig? Ja, richtig. So, was haben wir denn da? Also, Laufverlängerung. Müssen wir das eigentlich der Reihe nach kaufen? Ich glaube nicht, oder? Haltbaren Lagierungen, er steigert die Feuerrate um 20%. Oh, das nehme ich. Gut, das habe ich drin, alles klar.
So, wir haben ein Upgrade. Das ist schon mal gut. So, und mit Karma können wir dann unsere Kräfte... Ne, Fähigkeiten. Mit Karma können wir Fähigkeiten machen. Aber wir haben null Karma. Frag mich, wie viel Karma wir brauchen, um irgendwas zu kaufen. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Gut, gut, gut. Ja, ich bin vorhin nicht an einem Fluss vorbeigekommen. Scheiße. Wie süß. Oh, mir juckt's gerade im Finger, ne? Nur so zur Info. Aber ich mach's nicht. Nein. So, gut. Ah ja, jetzt sind wir ja wieder hier. Warte mal, lebt hier ein Goblin unter der Brücke? Nein. Die Taschenlampe ist echt nützlich. Das. Okay. Das ist nichts. Hier geht's auch noch irgendwo lang. Mann, so viele Secret Ways. Wenn es überhaupt ein Secret ist. What is this? A shrine of some kind. What's it doing here? Well, if I know. Looks packed with chi, though. Randvoll mit Ki? Ah, das ist ein Kristall. Ja, damit. Ki-Kristall plus 1. Dunkle Kristalle verleihen dir Ki. Eine Energie, mit der du dämonische Kräfte erlernen oder verbessern kannst. Drücke, wähle Kräfte, um mehr zu erfahren. Awesome. Okay, das war's nicht. Es sind die Kräfte. Wir haben jetzt einen Kristall. Oje. Oje, oje, oje. Wir haben einen einzigen Kristall. Und damit können wir jetzt irgendwas machen. Aber Frage ist was. Was würde ich denn gerne machen können? Schutz? Ja. Stoßwelle? Tigergebrüll. Kombination. Gegner in 4 Meter Umkreis niedergestreckt werden. Oh, das klingt eigentlich ganz nice. Klingt wie so ein Fussrodar. Nach vorne und dann L2. Okay. Hoffentlich kann ich mir das alles merken. Also das ist im Prinzip, man muss... Ja, man muss hier die Grundfähigkeit lernen und kann die dann ausbauen. Okay, soweit habe ich das schon kapiert. Was macht eigentlich das? Auf alle Gegner, die nicht wütend sind. Stehen... Das heißt, wenn Kois flussaufwärts schwimmen, erreichen sie nur die Stärksten den großen Wasserfall. Okay, also wir haben Heilen, Schutz und Stoßwelle und dann noch das andere. Ich mach das Tigergebrüll, das klingt irgendwie cool. Schickes neues Tattoo. Vielleicht hätte ich auch unsere Heilfähigkeit verbessern sollen. So, ich teste mal. Nach vorne, L2. Okay. Und dann nach links. Ne, warte mal. Schutz. Das ist Heilen. Das ist Stoßen. Mit Touchpad, das ist echt cool. Das ist so, als würdest du die ganze Zeit irgendwelche Schriftzeichen vor dich hinjuzuzirieren. Was ist das? Ey, das ist so ein blaues Siegel. Wie komme ich denn da hin? Geht das? Das geht? Geheimnis gefunden. Alles klar. Okay, jetzt haben wir noch so einen blauen Schrein zerstört. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder schlecht. Wir werden das sehen. Warte mal. Ja, das war ja der Weg. Ah, okay, man muss ein bisschen auf die Umgebung achten, weil die Lampen zeigen das einem ja. Unfassbar, wie viele Secrets es gibt. Oh oh. Fuß runter! Zack! Zeng! What are these things? Shadow beings. Pretty violent, as shadows go. Shadow beings. In the shadow realm. Great. That clears everything up. Ich glaube, da nützt nichts, wenn die miteinander diskutieren. Was? Oder rollt noch ein Ärmchen so vor sich hin? Oder ist es ein Fuß? Dunk, 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 dunk. Okay. Ich lasse das mal. So, ich gucke jetzt gerade nochmal auf der Seite des Flusses. Da waren wir vorhin eigentlich nicht. Ja gut, aber hier ist... Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Gut, 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 gut. Dann bewege ich jetzt mal meinen Arsch wieder zurück. Brumm. Naja, der Fuß hat seinen Weg gemacht.
Der liegt jetzt hier unten drin. Wie kam der jetzt eigentlich dahin? Keine Ahnung. Okay. Gut. Wir sind auf gutem Weg, glaube ich. Ah. Oh. Ah. Okay. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ein Ladebildschirm. Hey, hier waren wir doch. Ja, wir sind die Treppe hochgegangen. Wir sind beim Eingang. Ich höre was. Ich höre was Großes. Ah, wer von euch will Stress? Oh oh, die wollen alle Stress. Scheiße! Noch einer übrig? Zack, zack. Und gute Nacht. Wow. Shit. Boah, wie viel kommt denn da noch? Ah, du Sack. Bleiben wir Schuriken ein bisschen bearbeiten. Einer übrig? Was ist denn? Naja, 3 Sterne, Mann. Immerhin 3 Sterne. Oder 3 Shurikens, könnte man besser sagen. Okay, aber ich... Jetzt können wir uns hier viel freier bewegen auf einmal. Na egal. Ich würde mal schwer behaupten, das mit dem Katana ist echt eine nice Sache. So, gibt's hier noch irgendwas? Und wieso brennt hier überhaupt schon wieder alles? Kann es doch nicht sein, dass hier ständig immer alles in Flammen aufgeht. Immer irgendwie, kaum greifen mal Dämonen an oder so, geht immer gleich alles in Flammen auf. So, machen wir die Taschenfunzel aus. Brauchen wir die jetzt eigentlich? Eigentlich nicht. So, da kommen wir nicht rein. Ich weiß, es gab hier irgendwo, glaube ich, sogar einen etwas kleineren, geheimeren Weg. Oder? Ja, das war eigentlich nur das hier, aber ja. Okay, aber hier gibt es nichts mehr. Ich schaue mir noch oben mal kurz das Podest an. Oh, Verzeihung. Ah. Medikit? Brauche ich nicht. Noch mehr Feuer. Die schönen Kirschbäume. Alles fackelt, alles brennt. Okay, da kommen wir definitiv... Ach so, lass mich raten. Wir kommen gar keinen anderen Weg runter, ne? Sag mal, was haben die denn mit denen gemacht? Überall Hängse. So, gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas Secret-mäßiges? Halt. Wieso ist hier ein Gulli-Loch? Kommt auch nicht rein. Egal. Bleiben die eigentlich stecken? Nö. Hätte ja sein können. Okay, ich würde mal was schwer behaupten. Wir müssten... da hinunter. Und ich glaube, da wartet dann auch schon dieser sogenannte Golem auf uns. Oder whatever. Ich weiß es nicht. Da war gerade Koi. Da ist irgendwas. Nee. Es hat gerade. Es hat so ausgesehen, als würde es hier leuchten. Das Wasser ist gar nicht tief. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Mein Auto! So. Ey, da stehen ja noch hanselig rum. Warte mal, das machen wir anders. Okay. Get them! Wang! How does henchmaning pay these days anyway? I hope the death benefit is decent. Shit. Es sind zu viele. Boah. Der Typ geht mir aufs Sack. Nein. Scheiße, falsche Knopf gedrückt. Sorry. Ah, endlich. So. Und ihr wollt jetzt Stress. Okay.
Ja, klar. Na? Zick. Okay. So where did that thing go? Ah, war auch schon mal besser. Why? It's a god. It needs to go back. A temple is a place of power. Well, the biggest one around is the Cappadori Cemetery near my place. Cappadori? Heißt der wirklich so, der Tempel? Na gut, wer weiß, was es bedeutet. Da gucken wir natürlich noch mal kurz rein. Hallo? Hier gibt's noch Kohle. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ah. Ja, mit den Kohlen. Da ist nichts. Hier war doch irgendwo. Da. Mehr Kohle. Da ist nichts. Auch nichts. Also ich muss zugeben, mit dem Revolver komme ich nicht gut klar. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Der ist aber auch so lahm. Ich habe doch schon die Schussfrequenz erhöht. Ich hätte auch gerne mal eine andere Waffe. Wieso haben die überhaupt alle Uzis und ich nicht? Ich hätte gerne Uzi. Oder zumindest irgendwas Vergleichbares. Okay, ich glaube aber, so weit haben wir ja alles. Zeig mal. Wenn wir mal nach oben gucken. Aha. Her mit die Kohlen. Bücher, was haben wir hier noch? Ein Glückskeks. Okay. Kein Wang ist eine Insel. Muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube nicht. Was sind das überhaupt? La Scale de... Was? La Scale d'Oro. Okay. Wieso ist das auf Italienisch? Keine Ahnung. Wurscht. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen Kohle. Okay. Ich glaube, wir haben aber alles. Ich glaube, wir haben alles. Und das heißt, ich glaube, Kapitel 1 ist damit vollendet. Vollendet. Ja, würde ich mal schwer behaupten. Alles klar. Gut, dann verpissen wir uns hier von dem brennenden Stück. Scheiße. Achso, stimmt ja, genau. Raucht der Lucky Strike? Okay. Vor allem die Mega-Boxen in den Türen. Okay, alles klar. Dann verpissen wir uns. Echt jetzt? Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. But it's impossible. How did... You must be the one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also believe any goddamn idiot thing you make up on the spot. Du Arsch! Get out of my car. Der Arsch hat uns verarscht. Okay. Ah, okay, wir kriegen also noch so einen schönen Dings. Was? Wir haben nur 67%? Wir haben den Key-Kristall gefunden. Was? 8 Geheimnisse? Was? 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 Boah. Okay. Boah, das ist echt fies, ey. Dass da so viele verschiedene Geheimnisse noch gibt. Krass. Okay, gut. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und ciao.